Es sah jetzt nicht unbedingt danach aus, dass man spammen muss, also dass ich die ganze Zeit hier W drücken muss, sondern einfach W gedrückt halten sollte ausreichen. Aber gut, das wird sich gleich herausstellen. So, einmal überspringen. Ah ja, Tatsache. Tatsache. Einfach nur W gedrückt halten funktioniert schon. Macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Wenn wir nur W spammen, da sind wir gar nicht dabei weitergekommen. Ach, guck mal an. Wie nett. Sind wir wieder in unserer altbekannten Schublade gelandet. So, Schießpulver. Yo, yo. Yo, das Spiel serviert uns Unmengen an Stuff. Okay, wenn das jetzt nicht das finale Battle ist, dann habe ich auch keine Ahnung. Also. Jetzt ist natürlich die Frage der Fragen. Was nehmen wir mit? Also, den Impfstoff kann ich ja nicht liegen lassen. Den brauche ich ja. Magnum. Ist das wirklich so wichtig jetzt? Magnum. Also, Pistolenmunition, weg damit. Ich glaube, das wird uns hier in den Kampf überhaupt nichts bringen. Ich würde sagen, wir behalten diese Heilungsdinger. Einen können wir ja wegmachen, weil das ist dann wirklich zu viel. Drei Stück reichen. So, Schrot kann weg. Das nehme ich mit. Ich nehme definitiv den Granatwerfer mit. Ich nehme auch definitiv die... Ja komm, Minen... Ah, warte mal, was ist da aktuell drinne? Weil, sehe ich das eigentlich im Spiel? Sehe ich das? Sehe ich das gerade, was da aktuell drin ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber egal, ich nehme erstmal hier nochmal explosive Granaten mit. Wir haben arsch viel Munition. Wir haben insgesamt... Warte mal, ich nehme nochmal... warte mal, ich pack das weg und pack lieber Säuregranaten rein, ganz ehrlich. Haben wir nicht. Ja gut, dann belassen wir es einfach bei Dings. Das sollte reichen, ich denke mal... Ich denke mal, das müsste mehr als ausreichen, um in diesen Kampf gewappnet zu sein. Ganz ehrlich, es macht schon Sinn, dass man mich jetzt hier in so einen Speicherpunkt drängt. Wir haben den Innenstoff, mehr kann also eigentlich gar nicht kommen, außer jetzt der große Kampf und dann die Flucht, die vor uns liegt. Von daher, ja, warte mal, hier haben wir noch eine Notiz. Entsorgungszentrum. Entsorgungszentrum Vorschriften. Diese Einrichtung dient der Liquidation und Entsorgung von Nest 2 Testpersonen. Die starken Lösungsmittel stehen sicher, dass jegliche biologische Materie im Behältnis lebend oder tot für die Entsorgung komplett aufgelöst wird. Bitte befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften bei der Benutzung der Entsorgungszentrums. Stellen Sie immer sicher, dass sich keine Mitarbeiter in der Kammer befinden, bevor Sie den Liquidierungsvorgang einleiten. Verwenden Sie stets die vorgeschriebene Menge an Lösungsmittel, unabhängig von dem Volumen oder der Masse des zu entsorgenden Materials. Wenn eine Testperson gewalttätig wird, stoppen Sie unter keinen Umständen den Entsorgungsprozess, lassen Sie die Kammer für mindestens 12 Stunden gefüllt und stellen Sie vor den Trockenlegen eine vollständige Liquidation sicher. Krank. Sehr, sehr perfide und krank. Ich packe erstmal auf jeden Fall... Yo. Das ist auf jeden Fall so, wie ich es machen würde. Scheiß auf den... Scheiß auf den Granat... So, ja, komm, ganz ehrlich. Mir wird jetzt hier schon Munition hingeworfen. Das kann nur der Kampf gegen Nemesis werden. Ich kann mir sonst nicht vorstellen, wie es anders sein soll. Guck mal an, diese Arena noch, die mir da vorbereitet wird. Das ist auf jeden Fall ein Fight, der auf uns wartet. So, hier ist auf jeden Fall... Ja, okay, hier ist nichts mehr. Ich habe genug Munition von allen da. Ich denke mal, Granatwerfer wird uns hier große Dienste erweisen. More than I do. I don't think the wisdom I've been trying to impart on you is getting through. Now I know you can't put a price on life. But I'm in this business to get paid. So let's make a deal. You go down there, battle the Nemesis, and I'll record it all and sell the combat dock. Put on a good show, and maybe I don't need the vaccine. Agreed? Good. Oh.
Jawohl. Ja, komm, Bruder, ich hab nicht mal was gemacht. Und es gibt schon Ärger. Ach, ich habe Minengranaten da drin. Ja, das ist doch eventuell. Dann sollte ich vielleicht erstmal die explosiven Granaten nehmen. So, vielleicht sollte man erstmal die benutzen, bevor man mit den geilen Sachen anfängt, Sachen zu machen. So, ein bisschen vielleicht Schrot noch rein, bamsen. Okay. Erstmal nachladen, würde ich mal sagen. Und dann wieder den Granatenwerfer, weil der Kollege wird mir ein bisschen zu aggressive. Du wirst mir einfach zu aggressive, Bruder. Ich mach Schluss mit dir. So, ich habe wieder keine... Ich habe keine Munition, aber Brandgranaten, davon habe ich noch genug. Und wir sind in einer Kampfarena. In der Kampfarena muss es Munition geben. So, Flintmunition! Oh mein Gott, ich bin ausgewichen. Damit hätte der Nemesis auch wahrscheinlich nicht gerechnet. So, wir laufen erstmal ein Stück, sammeln noch ein bisschen Munition auf. Der Junge kann erstmal vor sich hinbrennen. Ja, ja. Jill, is that you? Carlos? You're okay. Let me spot for you. Good idea. Ah! So, genug rumgeschrien. Entweder du greifst an oder du lässt es bleiben. Okay, fängt er wieder an, behindert zu werden. Ja, er fängt an, wieder behindert zu werden. Ja, und jetzt? Ja, ich weiß, aber wie komme ich da ran? Ich habe gerade... Oh, no. Oh, no, no, no. Zombies kommen auch noch. Fick dich, der wird erstmal ganz schnell liquidiert. So. Du machst hier erstmal gar nichts mit deinen komischen Hentai-Tentakeln hier. Hier, friss Schrot, würde ich mal sagen, mein Freund. Bam, bam. Okay, erstmal nachladen und dann gibt's noch mehr Nachschlag, ja? So, hier, Kollege. Wie schmeckt dir das? So. Genau, geh mal in deinen schwulen Tank. Ich beobachte dich. Jawohl! Yeah, Carlos, ich weiß, Bruder, yeah. Ich hab gesehen, man muss dieses schlabrige Parasiten da rausballern. Aua. Okay! Ich bin tot! Ich bin einfach tot! Er hat mich geinstant-killed. Dann funktioniert das! Jo. Das Timing war auf jeden Fall mal wieder gravierend, Bullshit. So, wie wär's mit Brandgranaten? Lässt du, ist das ein überzeugendes Argument? Jo. Es gibt ja Zero Fucks erstmal darüber. Gut. Soll er ruhig. Oh, ich bin dead. Oh, komm schon, Alter. Come on, ey. Come on. Come on. So. Heilen. Danke. Er steht da erstmal so dumm rum und guckt sich erstmal scheiße rum. Ich nehme erstmal die Explosivkanone. So, das sollte mir vielleicht eventuell bei der ganzen Sache ein bisschen mehr helfen. Aber ich will nicht alles verballern. Für den Fall der Fälle, dass wir das noch brauchen werden. Momentan lässt es sich einfach nicht davon beeindrucken. So, jetzt liegt er erstmal auf dem Boden. Danke, Carlos. Wir wissen deine Hilfe zu schätzen. Wir probieren es jetzt erstmal nochmal so. Der liegt jetzt erstmal eine Weile. Ich gebe ihm die Gelegenheit, erstmal was zu machen. So, mach mal dein komisches Scheiß. Ja. Okay, das funktioniert soweit. Okay, cool. Okay, so. So, friss. Zombies sind mir scheißegal. Die mache ich gleich hier so im Vorbeigehen nochmal eben platt. Was? Genau, die Zombies kannst du weghauen. Danke, Bruder. Du hilfst mir mehr, als dass du wirklich mir Schaden zufügst. So, mach nochmal dein komisches Gemätzchen. Boom, Bitch. Get out my way. So, hier. Jetzt. Kommen wir langsam so in eine Situation, wo es funktioniert. Okay. Jetzt wird der mad. Jetzt wird der richtig mad. Yo, ich bin fast tot. Gabe, heilen. Sicherheitshalber mal heilen. Schadet nicht. Okay.
Okay. Sind wir wieder. So, erstmal den hier geben. Brandgranaten raus. Da müsste er mich eigentlich gar nicht erreichen können. Chris, arschgeweihter Wichser. Willst du noch irgendwelche witzigen Kommentare von dir geben? Dann komm her. So, ich suche mir so lange Munition. Okay, er macht erstmal seinen komischen Scheiß schon wieder. Okay, hat er doch nicht gemacht. So, wir nehmen Pistolenmunition. Wir nehmen Flintenmunition. Und dann kriegst du erstmal den. Und die kriegen erstmal den. Ja, die kriegen erstmal den. Du kriegst den. Verpiss dich, Bitch. Get out my fucking way. Hinter mir ist ein fucking Nemesis. Und das sollte ihn erstmal schön roasten. Erstmal die scheiß Bitch roasten. Ich hab gesagt, roasten. Okay, er wird wütend. Er wird wütend. Er wird wütend. Oh, gut durchgeduckt. Ah, verkackt. Egal, wir haben noch ein bisschen. So, komm her. Komm her. Komm her. Jawohl, so. Yeah, ich weiß, Carlos. Ich bin crazy motherfucker. Ja, genau. Gib dir Zombie auch mal Pass, Max. Oh, komm. Danke. Danke, Nemesis. Du bist ein wahrer Schatz. Wenn ich jetzt noch irgendwie die Möglichkeit hätte zum Ausweichen, dann wäre ich noch weitaus glücklicher. So, wie steht es gerade um unsere Gesundheit? Nicht gut. Wir haben noch ein paar Granatenwerfermunition, aber danach wird es recht kritisch. Ihr Bruder, was fürs Gesicht. Du siehst hässlich aus. Geh mal Bier holen. Du bist schon wieder so fucking hässlich. Du scheiß Widerling. Mit ein bisschen Pistolenmunition, ja? Beeindruckt dich das? Eher nicht so, ne? Hier, Bruder. Aufs Haus. Warte! Sein kleiner Kumpel hat gerade rausgeschaut. Hat rausgeschaut. Bam! 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 Ich glaube, er ist tot! Ich glaube, er ist tot! Yo! First try. Use it to climb up. Come on. Jill, get back. Now get on. Geil! Er ist tot. Ich glaube, jetzt ist er wirklich tot. Okay, I'll meet you up ahead. Nikolai, where did you go? Ja, komm, ganz ehrlich, wenn ich ein Achievement bekomme mit Nemesis nie mehr, Fragezeichen, Ausrufezeichen, dann lebt der Wichser ja doch noch. Aber komm, der ist in dieser fucking Lösung aufgegangen. Wie soll er den Scheiß denn überlebt haben, bitte? Also, erstmal, ja, erstmal das grüne Kraut. Das nehmen wir hier erstmal, um uns ein bisschen zu geheilen. Danke. Pistolenmunition, erstmal Brandgranaten, Bienengranaten, explosive Granaten. Jede Art von Granaten ist heute willkommen. Wir nehmen alles mit, so. Wir nehmen das. Die Minengranaten kann ich ja Gott sei Dank laden. Dann haben wir hier so mal, jo, perfekt. Dann gehen wir erstmal mit den explosiven Granaten, wollte ich gerade sagen. So, schön, Pistolenmunition, verpiss dich. Das ist nicht mehr up to date. Nehme ich irgendwas mit. Komm, Kampfmesser. Komm, das Messer behalten wir erstmal für den Fall der Fälle, dass es noch irgendwas zum Aufbrechen gibt. Will ich noch was mitnehmen? Das ist so die Frage. So, Minengranaten, scheiß drauf. Ich nehme lieber Säuregranaten mit. Wobei, komm, wenn Nemesis nochmal auftaucht, doch nochmal Minengranaten. Perfekt. Ich lasse es erstmal bei dem Dings. So, das kann man wieder hier reinpacken. Schade um die Mag, aber warte mal. Wenn ich jetzt das so und so mache, dann habe ich ja noch einen Platz und das wäre dann wahrscheinlich für den Impfstoff. Das müsste ja genau
eigentlich ausreichen. Zack, zack. Was haben wir hier noch? Oh, Waffenspezifikation. Geschwärzt. Bezeichnung des Projekts Forum Magnatische Info. Oh Gott, was sind das für Begriffe der nächsten Generation? Entwicklungscode Finger. Entwicklungsleiter, Leitender Forscher in NS2. Entwicklungs United States America. Kaliber 60M. Windows-Geschwindigkeit. Okay. Projektziel: Eliminierung von Biowaffen im Falle eines Ausbruchs. Zusätzliche Hinweise: Die extreme Feuerkraft hat den zusätzlichen Nutzen, dass sie das Ziel komplett vernichtet und nichts zurücklässt. Nutzerfeedback: Das Teil ist total cool. Tyrant will sich nicht benehmen. Gib ihm den Finger und das Problem ist gelöst. Hat die Feuerkraft, die wir brauchen. Wäre noch besser, wenn man die Leistung justieren könnte. Die Beweglichkeit könnte sich im Feld als problematisch erweisen. Vielleicht könnte man die Plattform verbessern. Sie benötigen mehrere Stromquellen, diese sicherzustellen könnte in der Praxis schwierig sein. Könnte man diese in einer Stromquelle konsolidieren oder was da stand. Okay. Irgendwie eine neue Waffe oder so? Die wir vielleicht benutzen können? I don't fucking know. Jedenfalls hat man die Möglichkeit, mit einer schönen neuen Uschi zu ballern. Ja. Das sieht mir sehr stark nach einem zweiten Kampf aus. Dafür haben wir Gott sei Dank unsere ganzen Waffen schon mal ausgerüstet. Mit Heilung. Mit allem drum und dran. Gut, dann würde ich sagen, ich habe hier gespeichert. Und dann war es das erstmal wieder von Let's Play Resident Evil 3 Remake. Wir sehen uns in der nächsten Folge und ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir das Spiel dann wirklich auch beendet haben. In dem Sinne, bis dahin, see ya, Leute.